Wenn du ein Süßkartoffel wärst, in einem Wort Kartoffel wärst, man kennt es, dann wärst du eine reine Süßkartoffel. Digga, was? Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wir haben einen ganz neuen Gast bei der Seite, die wir noch nie in unserem ganzen Leben gesehen haben, und zwar... Wo ist er? Ah, ich bin's! Also warte, ich mach den hier. Ja, und ich liebe meine Fans und... Filmst du mich hier? Drehen wir jetzt hier ein Video? Schatz, ich liebe dich doch! Kannst du mir ein Auto schenken? Gucken wir eigentlich Pocher gegen Wendler? Ernst? Ja, die machen Sonntag ein RTL. Ist das alles nur PR? Aber ist doch geil. Weil dann hat Wendler das doch safe auch abgesehen. Nein, safe war? Nein. Es ist PR draus geworden, aber es war am Anfang safe, echt. Ich erkenne das. Wendler schenken. Okay, komm. Wie viel Geld der jetzt auch verdient, weil er so Wendler-Merch macht und so. Das ist so, oh, das ist so dumm, Mann. Das ist so gut. Das ist so eine gute Idee. Wir machen jetzt auch Wendler-Merch. Ich mache jetzt Beef mit. Sag mal, mit wem ich Beef anfangen soll. Aber in die Kommentare. Mit mir? Und dann machen wir auch Money gegen. Stell dir vor, wir hätten so ein Beef und würden in verschiedenen Zimmern leben und ich würde so bei mir im Zimmer schlafen. Wir machen heute, Marcel reagiert auf meine weirdesten Chats, ich habe wieder einige gesammelt, ich bin krank by the way, deswegen entschuldigt diese Optik, entschuldigt mich, entschuldigt meine Stimme, entschuldigt einfach dieses Video und gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr feiert, dass ich trotzdem etwas hochlade. Gell? Oder was sagen Sie dazu, Herr Skorpione? Ich freue mich sehr, dass du trotz Krankheit dich aufraffst, bemühst und kämpfst. So, ich reagiere jetzt auf Sonnys weirdeste Chats. Ja. Ich hoffe, da haben wir einiges Lustiges. Da haben wir einiges Lustiges da mal. Also, ich zeig dir mal den ersten hier. Ich glaube, diesen Channel habe ich sogar schon mal auf Instagram gezeigt, weil ich es einfach... Langweilig. Ja, okay, dann nicht. Zeig jetzt. Okay, Christian schreibt, bitte darf ich dein Loch zerstören, bitte. Ah doch, das habe ich doch gesehen. Ja. Hast du es nicht so als Swipe-Bild? Ach stimmt, das war sogar ein Feed-Post. Ja, das war geil. Das habe ich auch... Ey, warte mal, dieses Bitte, so immer so ein Betteln. Denkst du, es hat jemals funktioniert, dass eine Frau angesprochen wurde mit, darf ich dein Loch zerstören? Und sie sagt dann ja. Zerstör mir ein Loch. Ja, bestimmt schon. Niemals. Ey, ich glaube, also weil irgendwie muss es ja geklappt haben, sonst wäre das ja gar nicht so ein Ding geworden. Ich glaube, er hat mal versucht, die abartigste Formulierung zu finden aus Spaß. Ja, kann auch sein. Okay. Hey Sonny, wollte einfach mal fragen, wie es dir im Moment so geht. Nett. Und wollte dich was fragen. Willst du meinen lutschen? Standardfrage, kann man fragen. Aber er ist gefragt, wie es dir geht. Also er ist nicht mit der Tür ins Haus gefallen. Ja, ich weiß, er hat es versucht, er hat geguckt, ob ich dann die Nachricht lese und dann. Er hat sich langsam rangetastet, sage ich immer, ne? Ja, Max Kruse. Ja, wie Max Kruse. Max Kruse. Achso, der heißt Max Kruse wie der Fußballprofi. Aber es war nicht der. Ja, was ist der? Okay, dann jetzt hier jemand, wo, keine Ahnung, zu viele Buchstaben im Namen. Der schreibt mir über mehrere Zeit, das sind mehrere Screenshots, okay? Screenshots. Screenshots. Also. Screenshots. Das erste Bild ist dieses hier. Ja. Von mir. Da reagiert er einfach auf eine Story, wo meine Schuhe sind und er sagt, rate mal, was er sagt. Irgendwas Fußfetischmäßiges. Ja, aber es ist sehr seltsam. Kann man deine gebrauchten Schuhe kaufen? Nee, es ist, ach. Er schreibt, möchte dich cleanen. Ach du Scheiße, Mann. Ich war so, okay, habe halt nicht geantwortet, dann habe ich nochmal dieses Bild hier gezeigt. Mhm. So, hab einfach nur gesagt, Alter, ein Typ kam gerade von da und bla bla. Und man sieht halt so ganz leicht meine Schuhe und dann steht da, hätte ich dich gesehen, wäre ich zu Boden gegangen, um deine Schuhe zu reinigen. Ach, Mann, warum sind die Leute so, ey? Dann hat er geschrieben, darf ich, wenn ich dich sehe, an deinen Schuhen lecken, einfach ein Ja oder Nein? Denkst du, willst du auch machen, wenn man so vorher so durchs Schubis Kacke läuft? Ja, warte, jetzt? Oh, also jetzt ist nämlich dann ein weiteres Bild. Ich schreibe jetzt fast fertig mit der zweiten Wohnung. Gleich geht's in die neue, alles abladen. Ah, da haben wir bei Anne beim Umzug geholfen. Ah, okay. Man sieht meine Schuhe. Mhm. Und er hat geschrieben, die Socken müssen stinken, Zwinker. Oh Mann, warum? Denn das ist so Absturz, Mann. Ich weiß nicht. Jeder ja soll ja ausleben, was er will, aber irgendwie ist es so, das Wort stinken ist dann auch schon wieder so disgusting. Okay. Gerade Gerüche sind doch so voll entscheidend, also für mich so. Dann einmal bei diesem Bild hat er auch geantwortet, das war ja vor kurzem, Socken will lecken. Ja. Socken will lecken, weißt du, jetzt hat er gar nicht mehr so. Auf einmal hat er so. Wie so ein Roboter, so Socken will lecken. Scheiße. Oh Mann, ich würde sagen, zum guten Abschluss dieses Chattes, deine neueste Anfrage. Und zwar, wenn ich dich treffe, würdest du mir deine Socken verkaufen, wo du anhast? Ich hasse das. Also der will, dass wenn ich ihn treffe, ich meinen Schuh ausziehe und dann sag, ey hier, Bro, meine Socken für 2 Euro. Ich finde, du würdest bestimmt ein paar Hunderter von ihm kriegen. Für 2000 Euro gebe ich dir meine getragenen Socken. Gibt auch diese amerikanische Gaming-YouTuberin, die Badewasser, in dem sie gebadet hat, irgendwie für 30 Dollar verkauft. Echt jetzt? Ja, und das wird schon geresaled mit irgendwie 250 Dollar oder so. Disgusting. Ja, so eine Streamerin. Aber Badewasser auch so weird. Ja. Alter, man kann echt mit jeder Scheiße Geld machen. Okay. Meine dreckigen Socken wollt noch keiner haben. Ja Leute, hit him up, wenn ihr seine Socken wollt. Schreib mir eine DM. Hier, Kenan hat mir geschrieben, ich liebe dich. Ja, gut, ist doch nett. Ja, Kenan. Vielleicht trifft man sich ja mal. Man weiß es nicht. Dann Baruch hat mir geschrieben, darf ich meine Wurst in dein Loch stecken? Bitte. Ja, ist doch korrekt. Aber so richtig so, bitte. Ja. Ich muss es reinhämmern.
Ich frag mich so. Digga. Wir haben uns, glaube ich, sogar gestritten wegen der nächsten Nachricht. Achso, ja. Das ist jemand, der 20.000 Euro von Dollar von dir haben wollte. Und dann hat der Sonny so eine voll realistische Geschichte erzählt, warum er das braucht. Aber letztendlich, unterm Strich, es ist halt immer sehr schwierig, ob sowas stimmt. Ja, er schreibt ja auch so, in return one day I will make you happy und so. Und ich war so, oh Mann. Okay, also Kakao-Toaster hat mir geschrieben, Aloha, Happy Valentine's Day und dann einfach so einen richtig riesen GIF geschickt. Mhm. Das war so riesenhaft. Gut, Kakao-Toaster hat immerhin am Valentine's Day an dich gedacht. Ja. War ein Spaß. Wir haben auch aneinander gedacht. Wir haben zwar nichts geschenkt, aber wir haben gedacht. Nein. Wir sind in ein Restaurant gegangen, das war voller Herzen geschmückt. Und mit Anton, stimmt. Ja, und wir haben einfach nicht gewusst, dass Valentinstag ist. Du hast es nicht gewusst, ich hab's gewusst. Ich bin nämlich romantisch. Mhm. Hier hat einer geschrieben und da fand ich es schon ein bisschen, also es ist nett, er hat zwar auch eine weirde Frage gestellt, aber er hat sie eingesehen. Er hat gesagt, bekommt man von dir auch ein Sohlenbild? Sorry, tut mir leid, falls ich störe mit der Frage, aber ich liebe einfach Fußsohlen, so creepy sich das auch anhört. Ich denke mir so, wenn man so Fußsohlen liebt, also ist es so schwer, die zu bekommen, warum schreibt man denn immer Leute an so? Ja, vielleicht geht es ja um deine Sohlen. Ja. Dann habe ich euch schon mal die Geschichte erzählt, wo jemand, der auch auf Füße steht, meiner Schwester hinterhergerannt ist. Das ist eine kranke Geschichte. Und sie hatte einfach Sandalen an und sie meinte, da war so ein Typ und der ist ihr so entgegengelaufen. Und dann irgendwann hat sie sich so umgedreht, weil sie sich so verfolgt kam. Sie ist gerade nach Hause gelaufen, das war so eine voll lange Straße. Und dann hat sie sich so umgedreht und der Typ ist so hinter ihr gelaufen. Sie dachte so, okay, vielleicht hat er sich irgendwie nur verirrt oder keine Ahnung. Und dann wollte sie gerade so die Tür aufschließen und dann kam der auf einmal so angehechelt, so... weil er voll doll gerannt ist, um sie halt noch so zu erwischen. Er meinte dann so, hey, kann ich mal ein Foto von deinen Schuhen machen? Weil meine Freundin will so welche haben, die sind voll schön. Meine Schwester hatte halt so eine silberne Sandalen an, so eine Birkenstocks. Und sie dachte sich schon so, hä, okay. Und hat ihm auch gesagt, woher sie die hat. Und er wollte das so gar nicht wissen. Als er das Bild gemacht hat, meinte er so, du hast richtig geile Füße. Und ist weggegangen. Und sie war nur so, das ist hä, das ist absolut Nötigung. What the f***? Ja, vor allem, sie hat ihm so die Erlaubnis gegeben, so jetzt darauf zu geiern, so weißt du. Ja, vor allem, aber ich glaube ja, sie hat das ja wirklich voll gut gemeint. Ja, hat sie auch. Das kann ja nicht sein. Was für Leute laufen denn rum? Lass doch mal die Leute in Ruhe, Mann. Ey, stell dir mal vor, das machst du mit der falschen Person, dann bist du umgelegt. Ja, vor allem, es ist ja an sich keine... Also, wenn er wirklich die fotografieren wollte für die Freundin, weil die die Schuhe will oder so, ist es ja süß, dass er das gesagt hat. Weil aber hätte er es dann nicht wenigstens für sich behalten können? Hätte er nicht das ja, geile eben, Füße... Ja, er hätte es einfach nicht sagen müssen, ja genau. Und sie hat sich danach richtig eklig gefühlt. Ja, das ist ja auch fast eine halbe Nötigung. Ich meine es ernst. WTF, man macht sowas nicht. Denk mich voll auf. Ja. Next. Chat, du wirst immer hübscher und hübscher, bin kein Fan, aber man kennt dich halt damals und jetzt, wow, muss echt mal gesagt werden, wunderschön. Kennst du den echt? Nein. Okay, sehr gut. Dann, hey Sonny, hast du Bock, scheiß auf Marcel den Lappen? Kann man mal versuchen. Irgendein Foto gesendet, was ich zum Glück nicht geöffnet habe, das er selber geliked hat. Standard. Dann, Sonny, hast du Bock, locker, ja, wieso schaust du nie auf Nachrichten? Mhm. Ach so, das habe ich jetzt nicht mitgescreenshottet, aber... Das ist ein Pick. Ja, da hat er mir nochmal ein richtiges Pick geschickt. Alles klar. Und dann immer so, Sonny, hast du Bock, wieso schaust du nie auf Nachrichten? Mr. Momo, ich habe deine Nachricht gesehen. Sagst du echt mal den Namen? Du bist so skrupellos, ja? Ich sag doch nur den Namen, den ich interpretiere aus dem Chatnamen. Pics schicken 2020, einfach. Wow. Ja. Wow! Hier hat mir jemand geschrieben, huhuhuhu, wenn du ein Süßkartoffel wärst, dann wärst, Alter, dann wärst die echt wie eine reine Süßkartoffel. Statt dass er sagt, wenn du eine Kartoffel wärst, wärst du eine Süßkartoffel, sagt er, wenn du ein Süßkartoffel wärst, in einem Wort Kartoffel wärst, man kennt es, dann wärst die eine reine Süßkartoffel. Digga, was? Alles klar, aber nette Nachricht auf jeden Fall. Man, weiß, man weiß aber, wie er es gemeint hat. Ich verstehe in diesem Zustand, wie ich mich gerade fühle, gerade eh nicht, warum man auf mich steht oder so. Ich auch nicht. Achso, und was ich voll süß fand... Was ich voll süß fand, ist, dass in seinem Profil steht, ich gehe meinen Weg zum Ziel und Ziel auch falsch. Geil, Alter. Ach, du süße Maus. Ja, das waren so weirde Chats, die sich zurzeit angesammelt haben. Wir haben uns entschieden, zwei davon rauszuschneiden, weil die irgendwie dann doch ein bisschen zu krank waren für YouTube, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Wir bekommen einige weirden Sachen. Schaut auf jeden Fall auch bei Marcel vorbei auf dem Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao. Und wünsche mir gute Besserung. Dankeschön. Ich hoffe natürlich, dass ich mit diesem Video jetzt nicht irgendwelche Eierköpfe von euch da anstifte, mir weiterhin irgendwelche sehr merkwürdigen Fotos oder so zuschreiben. Ich würde mich selbstverständlich natürlich trotzdem freuen, wenn ihr mal bei meinem Instagram-Account vorbeischaut. Der wird täglich gepflegt mit meiner Meinung nach hochqualitativen Fotos. Also ich gebe mir da wirklich Mühe und deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr natürlich meinen YouTube-Kanal abonniert, aber auch meinen Instagram-Account. So, check it out. Ich habe hier mal ein paar Inspo-Sachen eingeblendet. Ja, tut euch keinen Zwang an, ne? Also ich beende dieses Video auch erst, wenn ihr jetzt alle auf Instagram rübergegangen seid. Oder Schubi? Genau.